Hallo ihr Lieben. Ja, wie schon im letzten Video, ich bin nach wie vor noch erkältet. Das ist auch ganz genau derselbe Tag. Ich hole mir gerade noch das Putzzeug und jetzt hole ich mir Schlumpfi rein. Ich werde ihn aber nur ein bisschen longieren. Ja, eigentlich wollte ich heute gerne springen oder zumindest reiten, aber seit heute Morgen geht auch noch meine Stimme so ein bisschen weg und die Nase läuft seit gestern ununterbrochen. Ich habe seit einer Woche extreme Halsschmerzen und ich glaube, ich habe die Woche einfach schon ein bisschen viel gemacht und mich hat das so schon am Mittwoch einmal geplättet. Also mir ging es so an sich nicht schlecht, aber ich war einfach hundemüde und habe den ganzen Tag geschlafen. Und ja, deswegen longiere ich jetzt heute nur, diesmal nicht mit Longierhilfe oder so, sondern mit Dreieckszügen und Longiergurt. Und wir gehen jetzt mal runter zu Schlumpfi auf die Koppel, sammeln ihn ein und ja, dann nehme ich euch da einfach heute ein bisschen mit. Auch wenn es ursprünglich ein bisschen anders geplant war, aber dann ist es halt jetzt so. Also, viel Spaß! Hi Schlümpfchen! Na? Wir gehen jetzt wieder raus auf Koppel. Und dann gehe ich noch zu Kratze und Mumm auf die Koppel. Und dann habe ich es geschafft für heute. Ein kleiner Mann. Ich fand, der lief eigentlich sehr schön heute an der Longe. Das ist aber halt auch einfach die beste Ausbindemöglichkeit für ihn mit Dreieckern. Und ja, da läuft er eigentlich immer am allerbesten. So, ich fahre jetzt noch schnell zu Kratze. Ich habe mir gerade noch Drachenfrucht und ein Stück Papaya mitgenommen. Ich habe hier gerade das Futter und ich hatte total vergessen, dass ich noch eine Bananenmilch im Auto stehen hatte. Ich habe mich jetzt dazu halt entschieden, mit dem Auto hinzufahren, weil dann kann ich von da aus direkt weiter. Mal schauen, ob die
Stativ stehen bleibt. Das ist kein Problem für mich, da mit dem Auto hinzufahren, aber ich laufe normalerweise. Naja, ich fahre schnell hin. Ich habe nicht mal allzu viel Akku, aber ich möchte da noch ein bisschen was zeigen, deswegen höre ich jetzt auf. Was ich auch nicht unerwähnt lassen wollte, jetzt ist, heute haben wir den 30. Trächtigkeitstag. Wenn ihr das seht, schon der 37. Und ja, also der erste Monat ist schon mal rum. Wahnsinn. Nur noch 306 Tage. Auch immer noch eine verdammt große Zahl an einem Schaltpunkt, wenn es weniger wird. Dann ist es richtig cool, wenn die meiste Zeit schon rum ist, wenn wir Bergfest haben. Aber ich freue mich jetzt dann erstmal auf den Ultraschall am 9. August. Damit beende ich das Video jetzt. Die zwei fressen noch schön und wir sehen uns einfach nächste Woche Montag im nächsten Video wieder. Bis dann!